Hallo Freunde des Microsoft Flight Simulators Version 2020 und willkommen in Schottland, in Edinburgh Airport. Und das hier ist eine G21 Goose von der Firma Grumman. Habe ich noch nie geflogen, keine Ahnung. Sieht aus wie ein Wasserflugzeug. Ist es wohl auch. Könnte man vielleicht ein paar interessante Außenlandungen mitmachen. Ja. Ich glaube, das Teil ist ganz schön alt. Ist bestimmt fast 100 Jahre schon. Bin ich mal gespannt, wie sich das in der Luft verhält. Und wir fliegen einfach mal los. Weil ich habe von der Stadt Edinburgh ein Add-on runtergeladen. Da soll die historische Innenstadt sehr schön dargestellt sein. Und was ist das? Driftet ein bisschen nach rechts ab, nach links. So, Fahrwerk rein. Oh, funktioniert. Ah, die Räder werden da was angelegt. Okay. Fahrwerk nochmal raus. Okay, ja. Gut animiert. Fahrwerk rein. Ja, keine Fahrwerkklappen. Na gut, gab es vor 100 Jahren noch nicht. Ja, ich schätze 90 Jahre hat das Ding auf dem Buckel. So, Edinburgh Airport. Oh, die Mondphase stimmt sogar. Okay, wo war der Mond? Da ist er. Gut, fliegen wir mal hin. Ja, in Edinburgh soll es ja jede Menge schöne Parkanlagen und Golfplätze geben, direkt in der Innenstadt. Ich habe gestaunt. Ich war noch nie in Schottland, aber soll eine sehr schöne Stadt sein. Aha, das ist Edinburgh Airport. Oh, die Parkplätze sind ja voll. Wer parkt denn da? So viele Leute. Alter Schwede. Ach ja, ich habe hier Netzwerkfunktion an, da fliegen allerhand andere Leute auch noch rum, deswegen die werden alle angezeigt. Egal. So, bin ich ja mal gespannt, ob die historische Innenstadt wirklich hübsch aussieht. Das sind wohl hier erstmal die Vororte. Einfamilienhäuser. Auch nicht schlecht. Mal ein bisschen runtergehen. Ja, die Instrumente sind ein bisschen spärlich. Scottish National Gallery of Modern Art haben sie. Sehr cool. Naja, das ist hier schon moderne Vorstadt. Das sieht ganz hübsch aus. Da hinten ist dieser Hügel mitten in der Stadt. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Oh, was haben sie denn hier? Ist das ein Schornstein oder? Ah, ne, das ist wahrscheinlich bloß ein Handymast. Hat die KI nicht richtig eingebaut. So, na gut, mal schauen, ob es irgendwelche interessanten Sachen gibt. Ja, die Software lädt noch nach, sehe ich gerade. Manchmal flackert es. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Add-on liegt oder. Oh, da ist ein schönes Castle. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Also, das Flackern ist normalerweise nicht im Flugsimulator. Hatte ich sonst auch noch nie. Könnte sein, dass das vom Add-on kommt, eventuell. Ich weiß es nicht. Vielleicht nehme ich es auch wieder raus. Aber ich bei Paris hatte ich auch ein riesiges Add-on drin für 10 GB oder so und das sah eigentlich beschissen aus. Da sah die Originalvariante von Microsoft besser aus. Das ist so ein schönes Castle, ja. Das sieht schottisch aus. So, da ist die National Gallery of Modern Art. Das ist sehr seltsam, das Flackern. Ja, immer wenn man irgendwas fortführen will, Vorführeffekt, keine Ahnung, sehr seltsam. Dann werde ich das wohl wieder rausnehmen, das Add-on. Hier sieht zumindest alles hübsch aus, aber so richtig historische Innenstadt sehe ich hier noch nicht. Ach so, da müssen wir hinfliegen wahrscheinlich, da wo der Edinburgh Castle hat er angezeigt. Okay, dann fliegen wir da mal hin. Ja, ist auch immer schön, wenn man Grafikfehler findet in der Software. Was ist das? Gemisch, Gashebel.
einseitig das Triebwerk runterfahren. Das lassen wir mal lieber. Was haben wir noch? Anlasserknopf, cool. Zündmagnet, was alles gibt. Spornradsperre. Was ist denn eine Spornradsperre? Oh. Zumindest beidseitig steuerbar. So, Arthur's Seat. Cool, das ist ja bestimmt irgendwie mit King Arthur. Oh, sag mal, das Flackern ist aber. Liegt das am Add-on? Das ist jetzt irgendwie total doof. Ah ja, das sieht nach historischer Innenstadt aus. Gehen wir mal ein bisschen runter. Scott Monument haben sie. Ist das von Robert Falcon Scott, der als Zweiter am Südpol war? Ist der aus Edinburgh, ist der Schotte? Ich weiß jetzt nicht. Ich habe seinen Bericht von einer Südpol-Expedition gelesen, bis zu seinem letzten Eintrag. Jetzt hat es aufgehört zu flackern, ja, oder? Edinburgh Castle. Das sieht auch hübsch aus. Mensch, das Ding ist aber wirklich schwer zu steuern. Ich wollte hier gerade mal eine scharfe Rechtskurve ziehen, aber... Ui, ja. Die Maschinen von 90 Jahren hatten wahrscheinlich noch nicht solche Triebwerksleistung. Tja, muss ich mich entschuldigen hier für das Flackern. Also in den anderen Videos im Flight Simulator war das nie. Das werde ich mal beobachten. So, was haben wir denn da? Arthur's Seat. Oder mal Camelot. Bezieht sich wahrscheinlich auf König Artus, die Geschichte hier, aber naja, gut. Gut, dann gehen wir mal noch ein bisschen in den Tiefflug hier bei der Innenstadt. Dann gucken wir mal, ob wir eine Wasserlandung machen können. So, sieht man wenigstens mal was von den Häuschen hier. Ja, das ist schon recht detailliert gestaltet, muss man sagen. Hier ist wieder das Scott Monument. Hier haben sie auch scheinbar einen Kopfbahnhof. Keine Ahnung. Nee. Ja, die Innenstadt ist sehr schön gestaltet, wenn das Flackern nicht wäre. St. Mary's Cathedral. Na gut, so, fliegen wir mal zur Küste und gucken mal, ob vielleicht irgendwo ein Fluss mündet. Dann können wir da mal auf den Fluss runtergehen, falls genügend Platz da ist. Ja, das macht schon Spaß, hier über historischen Städten der Welt mal so in der Luft rumzugurken, was man im Original so gar nicht machen könnte. Zumal die Flugzeuge sich auch ziemlich realistisch verhalten. Ja, wenn das hier so flackert, dann werde ich das Add-on wieder ausbauen. Das hat ja dann auch keinen Sinn. Mal kurz die Karte anschmeißen, ob wir vielleicht irgendwo ein Fluss. Ach so, das ist hier eine Flussmündung. Ah ja, okay. Gut, dann fliegen wir da mal. Flussmündung hoch. Ach so, das ist doch hier. Jetzt erinnere ich mich gerade an meinen Englischunterricht. Das ist doch der Firth of Forth. Den haben wir sogar in der DDR im Englischunterricht kennengelernt. Das ist ja diese berühmte Brücke. Ach, da hinten sehe ich sie schon. Das ist hier.
die Firth of Forth Brücke, da gab es noch dieses berühmte Eisenbahnunglück vor, keine Ahnung, das war glaube ich im 19. Jahrhundert irgendwann, 1870 rum. Da ist bei Nacht und Nebel und Eisregen ein Zug rübergefahren und die Brücke ist zusammengebrochen, hat es einen Haufen Tote gegeben. Hat sehr lange gedauert, bis sie die Brücke wieder aufgebaut haben. Da vorne ist sie ja. Das sind, glaube ich, zwei Brücken, die alte und die neue dahinter. Firth of Forth. Können wir mal kurz wassern, um mal zu schauen, wie sich das Ding der Wasseroberfläche verhält. Muss man da die Landeklappen rausfahren? Der hat gar keine Landeklappen. Ja, das ist was, was mir immer noch nicht gefällt. Hier die Wassereffekte bei Wasserflugzeugen, die sehen nicht schön aus. Das war bei dem alten Flight Simulator FSX wesentlich besser. Keine Ahnung, was Microsoft da gemacht hat, aber ich vermute mal, das kommt eines Tages noch. So, die Wellenbewegung und so. Nee, nicht schön. Wieso wird das Ding hier Landeklappen? Sag mal. Ach doch, da unten sind sie ja. So, das muss ich mir jetzt mal im Cockpit angucken. Wo sind hier die Landeklappen? Ich sehe gar keinen Hebel. Ach, da oben. Ach so, Flap Control ab 30 Grad. Ach so, plus zwei Positionen. Sagen wir ab 30 und 60. Na gut. Gut, da sind die Klappen. Gut, okay, dann haben wir das. Und dann fliegen wir mal noch zu der Brücke. Die Motoren sehen aber schon ganz schön heiß aus. Da kommt der mächtig Hitze rausgeströmt. Na da, in Edinburgh Airport ist allerhand was los. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Echtzeit-Flugbewegung Eindruck drin habe. Keine Ahnung, könnte sein. Wow. Ja, das ist die berühmte Firth of Forth Brücke. Die sah im 19. Jahrhundert schon so aus. Das war damals ja, eins der modernen Weltwunder. Unglaublich, was die Mitte des 19. Jahrhunderts da schon gebaut haben, ohne große Technik. Da hat viele Tote gegeben während der Bauarbeiten. Da haben viele von den Bauarbeitern Unglücke erlebt mit diesen riesigen Stahldingern, die sie da mit Dampfmaschinen hochgezogen haben. Oh, also schon ein Wunderwerk der Technik fürs 19. Jahrhundert. Heutzutage ist das kein Ding mehr, aber damals. Ja, ich glaube, hier so ein Mittelteil ist damals bei dem berühmten Zugunglück runtergefallen mit dem ganzen Zug bei Nacht und Nebel. Ich glaube, das haben sie ja Stunden später gemerkt, dass der Zug da im Wasser lag. Oh, hier sind drei Brücken. Echt jetzt? Ich dachte, das sind bloß zwei. Oh, die sind ins Wasser gestürzt. Na super.